Ich grüße euch sehr geehrte Freunde und Zuschauer. Heute möchten wir euch von unserem kommenden Fachseminar erzählen. Es geht wieder ein bisschen in die Richtung von Medizin und gesunder Ernährung. Und dieses Seminar wird schon nächsten Sonntag stattfinden, also am 7. März. Und Näheres dazu erzählt euch meine Frau, die Inga. Приветствую всех вас, мои дорогие друзья. На обучающей программе, на которую мы вас приглашаем в воскресенье, мы будем разговаривать на тему питания и здоровья. Ich grüße euch, sehr geehrte Zuschauer, nochmal auch von ihr. Und nächsten Sonntag werden wir bei unserem Lehrseminar über Themen gesunde Ernährung und Gesundheit im Allgemeinen sprechen. Почему эта тема сейчас актуальна? Мы с вами все вроде как правильно питаемся, но у нас так или иначе возникают вопросы. Warum dieses Thema aktuell für uns alle ist? Weil wir nehmen ja an, dass wir uns alle gesund ernähren, und nichtsdestotrotz tauchen bei vielen von uns bestimmte Fragen auf, beziehungsweise irgendwelche Beschwerden dadurch. Много еды, много правильных продуктов. В магазинах есть полки и с вегетарианской едой, и с веганской, и безлактозной. Но так или иначе, все равно люди страдают теми или иными заболеваниями. С каждым годом это происходит все чаще и чаще. Und wir haben ja in den Läden überall, in den Supermärkten, die besten Nahrungsmittel überall, sind die Regale voll mit den angeblich gesündesten Dingen. Nichtsdestotrotz kommen dann viele Patienten und Leute zu Inga, vor allem in die Sprechstunden, in die Beratungen mit bestimmten Krankheitssymptomen, mit bestimmten Beschwerden. Obwohl sie sich, wie gesagt, wie sie annehmen, sich gesund ernähren, haben sie trotzdem Krankheiten und Leiden. Und woran das unter anderem liegt, darüber erzählen wir euch bei diesem Lehrseminar nächsten Sonntag. Все на самом деле достаточно просто. Дело в микробиоме. Я думаю, большинство людей слышало это слово микробиом, микробиота, кому как нравится, на любой, скажем так, вкус и интерес, язык. Есть такое понятие, как микробиом человека. Это та, скажем так, биомасса, которая наше все. Und das hängt dann natürlich von dem Mikrobiom ab, also inwiefern der Mensch sich gesund oder krank fühlt. Es ist nicht nur die Mikroflora des Darmes, sondern allgemein unser Biosystem, alle Körperzellen und alle anderen Bakterien und Lebewesen, die gemeinsam mit unseren eigenen Körperzellen in diesem Körper leben und ihn bewohnen. Это те бактерии, с которыми наше человеческое тело в процессе эволюции научилось дружить. И это те полезные бактерии, которые помогают нам переварить пищу, выработать полезные вещества, витамины и так далее. Das sind die Lebewesen und Bakterien, die mit uns die vielen Jahrtausende Evolution gemeinsam begangen haben. Und das sind auch die Mikroelemente und Bakterien, die uns helfen, bei der Verdauung Nahrungsmittel umzusetzen, zu verwerten und auch andere Mikroorganismen, die mit uns in Symbiose bzw. auch vielleicht in einem anderen krankheitsmachenden Zusammenhang leben. И иногда в этот микробиом начинают внедряться неполезные бактерии. Это грибы, паразитарные формы бактерий. Это могут быть в самых тяжелых случаях даже паразиты и глисты. И у человека возникает вопрос, что же совсем с этим делать? Und sehr oft, wie gesagt, treten auch parasitäre oder krankheitsmachende Keime, Pilze, Bakterien in unseren Körper. Wie gesagt, der Körper leidet darunter, ihm geht es nicht so gut. Und was soll man denn in solchen Fällen machen, wenn diese fremden Mikroorganismen im Körper überhand nehmen? Как распознать, что с телом происходит что-то не так? Какие есть методы диагностики, которые мы можем сделать в домашних условиях без врача? Und wie sollen wir denn erkennen, dass irgendwas schief läuft in unserem Inneren? Welche Diagnosemittel, welche Diagnoseverfahren können wir denn selbstständig zu Hause durchführen, ohne den Arzt zu besuchen? Что не так с молоком и почему это повсеместная проблема с глютеном? Was stimmt denn nicht mit der Milch, die wir im Supermarkt kaufen, und was hat es auf sich mit diesem Problem mit dem Gluten, was jetzt so allgemein in aller Munde ist? Почему мы правильно питаемся, но в нашем теле
особенно чаще всего у женщин, возникает какое-то вздутие, газообразование, прыщи, невозможность зачать, отеки. Und warum auch, wenn man, wie gesagt, denkt, dass man sich gesund ernährt, irgendwie vegetarisch, vegan, trotzdem, unter anderem auch bei vielen Frauen, solche Beschwerden auftauchen wie Blähungen, Füllegefühl, ja, also Schwäche, Abgeschlagenheit, Probleme mit der Zeugung, also dass man jetzt unfruchtbar ist in dieser, ja, in diesem Lebensabschnitt. Das hat alles natürlich seine, ja, Hintergründe. Ночные кошмары, усталость в теле. Когда мы утром просыпаемся, мы не можем встать в кровати, хотя проспали 10 часов. Und es gehören auch Albträume dazu, zu diesem Unwohlbefinden. Es gehört, wie gesagt, Müdigkeit dazu, auch wenn man nach 10 Stunden Schlaf in der Früh aufsteht und trotzdem sich nicht ausgeschlafen, sondern schlapp fühlt. Откуда берется лень? Und woher kommt denn auch diese Faulheit, die wir dann durch den Tag mit uns tragen? Все эти темы мы с вами разберем на нашей воскресной встрече. Alle diese Themen werden wir bei unserem Treffen nächsten Sonntag besprechen. Также вы сможете задать вопросы. У нас будет время для личных вопросов. Sie werden auch Zeit haben bzw. die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. У вас будет более емкое понятие о таком мероприятии, как детокс. Нужно ли его проводить? Что такое закисление организма и почему оно происходит? Und Sie werden etwas mehr und besser verstehen, was eine Detox-Diät ist, wie man, wofür man das anwendet. И второе было? Детокс. И еще? Закисление. Und was es mit der Versäuerung des Körpers auch zu tun hat, wie man das feststellt und wie man dagegen vorgehen kann, oder Übersäuerung des Körpers. Почему зубы бесконечно портятся? Почему приходится постоянно ходить к стоматологу? И почему у маленьких детей в 3 года необходимо давать наркоз, чтобы лечить зубы? Und was es mit den Zähnen auf sich hat, warum man ständig Probleme mit den Zähnen hat, warum man ständig den Zahnarzt aufsuchen muss und warum sogar bei dreijährigen kleinen Kindern auch ja, schwierigere, kompliziertere Zahnbehandlungen gemacht werden müssen, wo dann auch unter Vollnarkose, wie gesagt, die Kinder beim Zahnarzt behandelt werden. Так что приходите обязательно в это воскресенье на нашу встречу, будет очень интересно и очень полезно. Also, schaltet nächsten Sonntag ein. Ab 19 Uhr abends werden wir mit dem Live-Vortrag hier auf YouTube starten. Also kommt vorbei, schaltet ein und werdet sicherlich sehr viele interessante Themen hören und einen ganzheitlicheren Einblick über diese ganzen Sachverhalte bekommen. Обязательно пригласите своих родных и близких, либо тех людей, кому необходимо решить эти вопросы. Обязательно поделитесь этим видео, ведь оно будет полезно для кого-то из ваших друзей. Ladet auf jeden Fall auch eure Freunde, Verwandte, Familienmitglieder ein zu dieser Veranstaltung und teilt dieses Video mit denen, wo ihr dann denkt, dass dieses Wissen auch für diese Leute einen Sinn macht und interessant sein wird. Я буду вас ждать с Женей, и мы с вами научимся из такого врага глютена и молока сделать ее своим союзником, сделать ее своим другом. Поэтому приходите обязательно. Also schaltet ein, ich und die Inga sind dabei und leiten diese Lehrveranstaltung, dieses Lehrseminar. Und wir werden dann auch erfahren, wie man aus Gluten und dieser bösen Milch jetzt aus diesen Feinden Freunde machen kann.